Hallo, mein Lieben, und herzlich willkommen zu unserer neuen Morgenroutine. Ich dachte mir, ich zeige euch mal die Morgenroutine von dem kleinen Benetton. Und er lag hier jetzt noch ganz, ganz friedlich im Bett und ich lasse ihn immer morgens halt ausschlafen und wecke ihn dann ganz, ganz langsam, aber zwinge ihn nicht. Das heißt, er kann wirklich noch ein bisschen rumliegen, bis er denn bereit ist zum Aufwachen. Ja, wenn er dann langsam wach wird, dann nehme ich ihn raus und streichle ihn noch so ein bisschen. Nehme ihn erstmal den Schnuller weg, den hat er jetzt lang genug. Und dann gehen wir langsam zum Wickeltisch, denn natürlich muss der kleine Mann auch frisch gemacht werden. Erstmal wird er ausgezogen. Da ziehe ich ihn immer komplett aus, also seine ganzen Schlafsachen einmal aus. Und danach wasche ich ihn ein bisschen. Zum Waschen benutze ich immer Feuchttücher oder auch mal einen Lappen mit Wasser. Das ist immer unterschiedlich. Jetzt habe ich Feuchttücher benutzt und da gehe ich ganz, ganz vorsichtig einmal über seinen ganzen Körper rüber. Das reinigt sehr gut, aber das müsst ihr auch wirklich ganz, ganz vorsichtig machen, weil sonst geht die Färbung ab und das wollen wir ja alle nicht. Dementsprechend wirklich ganz, ganz vorsichtig und da könnt ihr wirklich schön alle Ritzen einmal sauber machen. Und danach ist der Benetton richtig wieder hübsch und riecht sogar total nach Baby. Danach wird natürlich die Windel nochmal frisch gemacht. Wir haben jetzt hier eine Stoffwindel, das heißt, es gibt keine neue Windel, sondern ich richte seine Windel einfach nur, lege die wieder ordentlich hin und dann bekommt er sie einfach wieder an. Danach wird er wieder komplett angezogen und dann, ja, haben wir auch alles geschafft. Er bekommt heute ein richtig süßes Outfit an, einmal aus so einem schwarzen H&M Body in Größe 50. Und dann habe ich noch so einen kleinen, super süßen Strampler mit Haien drauf. Der ist richtig, richtig süß. Und den hat er heute das erste Mal angehabt. Und das sieht so niedlich aus. So, und wenn der kleine Mann denn angezogen ist, dann werden seine Haare noch immer gemacht. Die mache ich immer morgens und abends.
Je nachdem, immer wenn ich ihn umziehe, richten wir einmal die Haare. Das ist bei so einem Roting ganz, ganz wichtig, damit sie wirklich immer gut sitzen. Und ja, man muss einfach eine gewisse Pflege bei den Haaren haben. So, und dann ist der kleine Mann auch schon fertig. Ich streichle immer noch so seinen Bauch und dann gibt es aber auch langsam was zu essen für den kleinen Mann. Dazu habe ich mich jetzt einfach mal auf mein Bett gesetzt und dann haben wir ja einfach die Zeit miteinander genossen, die er dann getrunken hat. Und dann gab es natürlich noch ein Bäuerchen, wie das Ganze so ist. So, und wenn der kleine Mann dann fertig ist, dann lege ich ihn immer noch in sein Bettchen. Er schläft nämlich nach der ersten Flasche immer direkt wieder ein. Und dann ja, lege ich ihn sozusagen fürs zweite Schläfchen ins Bett. Und dann schläft er erstmal ein paar Stunden und dann gibt es die nächste Flasche und dann wird er erst so richtig aktiv. Also es gibt sozusagen zwei Morgenroutinen hier. Aber so gefällt mir es auch ganz gut. Und das war dann auch schon unsere Morgenroutine von dem kleinen Benetton. So sieht der kleine Mann aus. Ich finde, er ist so unglaublich süß in diesem Strampler. Genau, ich hoffe, euch hat es gefallen. Schaut gerne mal bei den anderen Videos vorbei. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.